Die Aktienmärkte gehen gerne den Weg des größten Schmerzes und so war es heute auch wieder. Wir hatten zunächst viel, viel besser als erwartete Arbeitsmarktdaten. Die meisten hatten ja gesagt, naja, die werden eher schlecht werden und das ist doch eine gute Nachricht dann für die Märkte, weil die Fed dann irgendwann die Zinsen wieder senken muss, wenn der Arbeitsmarkt beginnt zu kippen. Aber es kam anders, die Zahl war überragend, dann sind wir erstmal runter und dann sind wir massiv wieder rauf. Warum? Weil wahrscheinlich hier zwei Dinge eine Rolle gespielt haben. Erstens mal Mechanik, könnte man sagen. Wir hatten sehr hohe Put-Positionen im Markt, die werden dann eingedeckt. Das heißt, diejenigen, die ihre Put-Positionen eindecken, die treten dann als Käufer auf. Das stützte die Kurse erstens. Und zweitens konnte sich dann mit diesen besseren Arbeitsmarktdaten das Narrativ des No-Landings, also der Wirtschaft geht es ja ganz fantastisch, irgendwie wieder ein bisschen als Begründung reinschieben. Faktisch ist, wenn man sich das mal anschaut, wie die Arbeitsmarktdaten wirklich sind, reiner Bullshit. Aber nun, nichts zählt mehr als Narrative und wir schauen uns die Gemengelage derzeit mal an. Arbeitsmarktdaten 336.000. Dazu kommt, dass wir nochmal die beiden Vormonate um 119.000 Stellen nach oben revidiert haben. Alleine diese Zahl von 336.000 war schon ein 6-Sigma-Beat, also eine 6er Standardabweichung. Wir hatten die Hourly Earnings ein bisschen niedriger und wir hatten Unemployment Rate bei 3,8%. Also da hat sich zum Vormonat nichts geändert. Schauen wir uns mal die Erwartungen der großen Player am Markt an. 150.000 bis 240.000, aber eine Zahl über 300.000 hatte überhaupt niemand auf dem Schirm. Also eine starke Abweichung der ganzen Geschichte und schauen wir uns mal an, welche Bereiche da besonders profitiert haben, vor allem Leisure, Hospitality, also Gastgewerbe im weitesten Sinn und Government. Und da gab es dann schon sehr früh eine Reaktion von Academy Securities, die sagen, also da tun sich sehr viele Fragen auf bei diesen US-Arbeitsmarktdaten und diese Fragen, die wollen wir uns mal anschauen. Also ob das überhaupt noch seriöse Datenermittlung ist, würde ich eher bezweifeln, was hier passiert. Gucken wir mal. Aber zunächst auf offizielle Analysen, etwa hier die Commerzbank, die sagt, naja, der Trend jetzt beim Beschäftigungszuwachs, der lange nach unten gerichtet war, der hat jetzt wieder nach oben gedreht, das setze die Fed unter Druck, die Zinsen vielleicht nochmal zu erhöhen. Das war dann auch das, was die Märkte zunächst mal gespielt haben. Aber jetzt schauen wir uns mal an, was hier wirklich der Fall ist. Hier sehen wir zum Beispiel mal ja die Kategorie mit dem stärksten Zuwachs war ja Leisure Hospitality, also Gastgewerbe. Offiziell plus 96.000 Stellen. Seasonal adjusted, saisonal adjustiert, angepasst, wie auch immer man das macht. Jetzt gucken wir uns mal die saisonal nicht angepassten Daten an. Dann sind in diesem Bereich 466.000 Stellen verloren gegangen. Wie man jetzt auf von minus 466 auf plus 96.000 kommt, das sei mal dahingestellt. Wahrscheinlich hat man da irgendwie von Xi Jinping gelernt. Ja, nur bestimmte Daten sind gute Daten. Dazu kommt, dass 22.000 Vollzeitstellen verloren gegangen sind, während 151.000 Teilzeitstellen dazugekommen sind. Also eine vergleichsweise schlechte Qualität, könnte man sagen, dieser neuen Stellen. Dazu kommt hier not seasonal adjusted, wurden 1 Million Stellen vom Government geschaffen, vor allem Lehrer. Dagegen sind 400.000 Stellen Non-Government, also es ist ein Zahlensalat, der sich gewaschen hat, aber hier das Narrativ, dass Jason Furman, ehemaliger Offizieller auch der USA, sagt, naja, erstmal Schock der Märkte, dann Nervosität, dann, das könnte doch ziemlich gut sein, weil eben das Lohnwachstum sich nicht beschleunigt hat, sondern leicht abgeschwächt hat. Wir könnten in der Mitte eine sustainable increase in labor supply sein, also pardon, dass also mehr Leute wieder in den Arbeitsmarkt kommen, aber das hilft ihnen nicht allzu viel. Hier sehen wir nochmal not seasonal adjusted, 500.000 Stellen verloren gegangen. Part-time sind viele dazugekommen und multiple job holders, das sind also die Mehrfachstellen haben, sind auch dazugekommen. Also
Hier sehen wir mal dieser unadjusted full-time worker Rückgang. Das wäre einer der größten in der Geschichte mit Ausnahme eines einzigen Falles. Gleichzeitig haben wir gesehen, Arbeitslosenquote trotz der viel besseren Zahl, die wir jetzt bei den neuen Stellen gesehen haben, ist unverändert bei 3,8% geblieben. Das liegt eben, wie ich heute Morgen schon angedeutet habe, an der Beteiligungsquote, die bei 62,8% geblieben ist, weil viele Leute eben jetzt wieder arbeiten müssen. Und hier dieses Narrativ von Nick Timmer aus dem Fettflüsterer. Ja, guckt euch mal an, die Stundenlöhne. Die sind jetzt doch so mild gestiegen wie seit Februar 2022 nicht mehr. Und die Frage stellt sich halt, wie lange bleibt das so? Wir wissen, die Autogewerkschaften fordern 30% mehr Lohn. Die Autobauer haben 20% angeboten. Wahrscheinlich trifft man sich dann bei 25% auf das 4 Jahre verteilt. Okay, aber das ist immer noch ein massiver Anstieg. Also wir sind inmitten dieser Preis-Lohn-Spirale, die auch in Europa sich abzeichnet. Hier hat dann, und das hat mich stutzig gemacht, Joe Biden vor den Arbeitsmarktdaten gesagt, also ich mache eine Pressekonferenz 11:30 Ortszeit Washington zu den Arbeitsmarktdaten. Da war mir schon klar, weil das Weiße Haus das Ganze ja auch sieht, nämlich die Daten, die Zahlen vorher sieht, bevor die Märkte das Ganze dann gutieren dürfen, dass die Zahlen wohl sehr, sehr wahrscheinlich ziemlich gut sind, sonst stellt er sich nicht so gerne vor die Kamera. Die Qualität der Daten leidet auch darunter, dass immer weniger dem Bureau of Labor Statistics antworten. Wir sehen hier konstant geht es nach unten, was die Antwortquote der Unternehmen angeht. Wie geht es jetzt weiter? Zunächst mal Zinsfrage. Dass jetzt die Zinsen schneller sinken als ohne diese Arbeitsmarktdaten ist ja relativ unwahrscheinlich. Wir sehen, dass die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Zinsschrittes noch in diesem Jahr, ob November oder Dezember, jetzt bei 44% liegt. Davor lag sie bei 34%. Wir sehen also gestiegene Zinswahrscheinlichkeit, auch wenn Goldman Sachs hier sagt, naja, wir erwarten, dass das Ganze nicht mehr passiert, also dass die Fed die Zinsen nicht mehr anhebt, eben weil die Stundenlöhne jetzt nicht mehr so schnell wachsen. Und was für die Märkte relevant war, war dieser Mechanismus, wahrscheinlich Short-Eindeckungen, Put-Eindeckungen auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sind dann die zuvor stark gestiegenen Anleiherenditen, wie hier etwa bei der 10-Jährigen, die sind wieder gefallen. Wir waren schon fast bei 4,88%, also in Richtung der 5%-Marke unterwegs. Dann diese Rücksetzer bei den Renditen. Und wenn wir uns mal hier Assets anschauen mit den größten Drawdowns, also mit den größten Verlusten, dann haben wir den Nasdaq, platzende Dotcom-Blase, DAX 2003, da waren wir bei 2200 Punkten, glaube ich, sind massiv abgeschmiert, 72% hat der DAX verloren. Dann Finanzkrise, S&P 500, 56%, dann DAX 2009 und dann kommt schon TLT, also dieses ETF, das Anleihen, länger laufende Anleihen erfasst. Also wir sehen, da ist ein massiver Drawdown an den Anleihemärkten, der sich zunächst mal fortgesetzt hat. Wenn die Renditen steigen, dann fallen die Kurse, ja, aber dann der Rücksetzer. Jetzt sagen manche wie Michael Hartnett, ja, das könnte wahrscheinlich in der ersten Hälfte das beste Investment sein überhaupt, nämlich Anleihen zu kaufen, die ja so verprügelt wurden. Und hier sehen wir nochmal diesen Zusammenhang, seit August, eigentlich seit Mitte Juli steigende Renditen, heißt fallende Aktienkurse. Hier sehen wir den S&P 500 und den TNX, also das Anleihe-ETF, das längere Laufzeiten dann letztendlich abbildet. Schauen wir uns mal die Reaktion der Märkte an. Es ging zunächst mal nach unten, dieser Docht, den Sie hier ganz rechts sehen, und dann diese massive Kerze. Zunächst mal halten wir jetzt an diesem Widerstandsniveau. Das ist ein Niveau, das wir im September schon mal hatten. Von da aus ging es dann zunächst mal abwärts. Das war auch ein wichtiges Tief im August, bevor es Ende August nochmal nach oben ging. Das war ein Tief im Juli. Also da stoßen wir jetzt von unten dran. Werden wir drüber kommen? Das ist die große Frage. Hier sehen wir nochmal diesen Mechanismus, dieser Put-Eindeckungen. Das war sehr hohe Put-Positionierung, die dann eben offenkundig zur Eindeckung kam. Dazu kamen noch technische Marken, S&P 500, 200-Tageslinie, 4200er Unterstützungsmarke.
beim NYSE, der praktisch alle an der New Yorker Börse gehandelten Aktien umfasst, der ist genau bei seinem 200-Tages-Durchschnitt gedreht. Also Zufälle gibt es, die sind so zufällig, dass es schon fast wieder Zufall ist. Aber hier sehen wir aus meiner Sicht das übergeordnet Wichtige jenseits einer Tagesbewegung. Übergeordnet Wichtige, nämlich Liquiditätsverknappung, die sich fortsetzt. Und dafür handeln die Aktienmärkte schlichtweg noch zu hoch. Deswegen glaube ich, dass Rallyes, die jederzeit ja drin sind, dass die über ein gewisses Maß nicht hinauskommen werden, solange eben die Liquiditätszufuhr nicht da ist, sondern eben Liquidität entzogen wird. Abschließend, meine Damen und Herren, bevor ich Sie ins lange Wochenende entlasse, in den USA Feiertag am Montag, Aktienmärkte allerdings geöffnet, aber da dürfte dünnes Volumen sein, nicht hohe Zinsen. In 7 Bereichen ist der Schmerz besonders groß. Wo sind wirklich die Achillesfersen sozusagen? Welche Bereiche sind besonders gefährdet durch den Anstieg der Zinsen? Hochinteressant, wie ich finde. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung. Was passiert jetzt mit den Zinsen, die Markterwartungen? Was sagen Analysten? Wie ist da die Lage? Und die letzte Empfehlung. Wer es noch nicht gemacht hat, anmelden. Der Link wieder unter dem Video zu einem der Webinare. Hier sehen Sie die Termine mit dem guten André Stagge. Ich habe heute mit ihm telefoniert. Wir haben schon wieder viel Spaß gehabt. Und ich denke, wir werden diesen Spaß transportieren in diese Webinare. Seien Sie also dabei. Eine Mischung aus Entertainment und Knopfhoff. Also wirklich Know-how. Wir sprechen über die Märkte, wir sprechen über Strategien. Ich denke, das sollte man sich nicht entgehen lassen. 3 Empfehlungen. Ich empfehle ein schönes Wochenende. Servus, ciao.